Weinberge, wohin man schaut. Und Menschen, die sich um dieses Land kümmern. Das ist die Südsteiermark. Weil man alle früh draußen steht, nur die Vögel zwitschern einmal als erstes, die Sonne geht auf, dann hört man die Schaferl einmal im Hintergrund. Mehr Energie kann man gar nicht tanken, somit ist der Tag schon gerettet. Es war relativ schnell klar, eigentlich, dass mein Bruder und ich das gemeinsam machen, weil das ist eine schöne Arbeit und ich habe mir nichts Schöneres vorstellen können, als Instrumente zu bauen. Mädel, Dreckfink, das ist der Goofy. Das ist unser Kärntner. Mittlerweile ist er der Chef. Oh, schön müssen wir. Da brennt es mehr. Man freut sich schon, wenn man so ein Team ist oder so eine Musikgruppe, dass man zusammenkommt und einfach Spaß hat. Max, schau, was ich hab. Komm. Da kommt schon Freude auf. Die Liebe zu den Viechern, das Drumherum, das ist jeden Tag was Neues. Es gibt immer was. Jeder kennt jeden. Das ist so. Du gehst durch den Marktplatz und triffst laufend bekannte Leute. Das klappert jetzt bauen durch den Vater halt immer dabei gewesen. Das darf nicht aussterben. Das muss ich genauso weiterführen, wie es hoffentlich immer meine Kinder und Enkelkinder dann auch weiterführen werden. Im Frühsommer, wenn alles blüht, warten die Kühe schon auf den Schöpftoni. Der kann sich nichts anderes vorstellen, als auf der Alm zu leben. Die Aussicht da herum ist ein bisschen ein Wahnsinn. Ist wirklich wunderschön. Und gibt's was Schöneres, was im Freien arbeiten? Geh, komm. Zweimal am Tag kümmert sich der Toni um das Vieh auf der Remschnickalm. Das Leben als Halter hält ihn auf Trab. Das ist der Braver, gell? Ja, freilich. Ein bisschen eine Aufgabe mit dem Viech arbeiten, ein bisschen ist fein. Wirklich, ich tue es gern. Ich habe selber Landwirtschaft gehabt. Und es ist einfach eine Aufgabe. Als Pensionist kann man auch noch was tun, oder? Der Toni ist ein waschechter Tiroler. Früher war er Holzfäller und Halter auf der Tanzalm im Pitztal. Dann hat es ihn in die Südsteiermark verschlagen. Der Unterschied zwischen Tirol und da ist, in Tirol fängt die Alpen bei 1900 bis 2000 Meter fängt die Alpen an, oder? Auf jeden Fall 300-400 Hektar Alpenfläche, natürlich auch viel felsig Wald dabei, oder? Das ist sicher. Und da, der Unterschied, das ist halt da, ja, wir haben in Tirol gar nicht viel so schöne Felder zu mähen, wie da die Alpen ist. Und schon von der Höhe her, 700 Meter und 1900 Meter ist halt schon ein bisschen ein Unterschied. Die Remschnickalm ist die südlichste Alm Österreichs. Mit gerade einmal 30 Hektar Weidefläche ist sie überschaubar und ein beliebtes Ausflugsziel. Servus Toni. Hey, servus Max. Servus Andi. Heute ist es schon wieder da überheim. Ah ja, heute haben wir schon ein bisschen durch hinter uns. Aber ja. Und mit den Kühen alles in Ordnung? Ja, na passt wirklich. Also heuer muss ich echt sagen, so ruhig alle zusammen, wirklich. Wenn wir das letzte Mal da oben sind, sind die ganzen Viecher mit uns mit, in einer Linie. Ja. Und das sind nicht vier, die nicht ja, geblieben. Ja. War ganz, da ganz, war der Leitstier höchstwahrscheinlich. Ja. Ja, du. Ja. Nette Leute, freundliche Leute sind die Steirer. Echt, wenn du da irgendwo reinkommst, du hast gleich hoch zu oder so. Oder? Das gibt's halt in Tirol nicht oder so. Auch auf der Remschnickalmhütte hat das steirische Lebensgefühl seinen festen Platz. Neben seiner Arbeit als Halter ist der Toni vor allem für den Genuss verantwortlich. Mein Arbeitsplatz ist da gut. Weißt? Ich kann zum Viecher schauen, bin da beim Jause machen. Und Haben alles im Blick. In seine steirische Almjausen kommen fast nur Produkte aus der Nachbarschaft. Da geht der Krähen drauf, was in der Steiermark ganz wichtig ist. Nachher haben wir da
gekochte Kreiner vom Bauern. So, da brauchen wir jetzt ein Braukraut dazu. Vor 15 Jahren hat der Toni die Seewald-Heidi kennengelernt. Sie war über 30 Jahre in Vorarlberg. Schätzle, eine steirische Almjause. Ja, Schatz. So, jetzt gehen wir. Ich bin in den Bietztal gekommen, habe Arbeit gesucht. Ich bin als Bedienung und der hat eine Alm gehabt, wo ich gefragt habe, ob er jemanden braucht. Ja, hat er gesagt, er sucht eine Kölnerin und da habe ich mich beworben und da hat er mich genommen und da hat gesagt, ja. Und dann hat er sich halt mich verliebt, oder? Und ja, und das ist so. Die haben die Kellnerin gesucht, oder? Und noch ist sie bei der Tür reingekommen, gell? Dann habe ich gewusst, das. Die Frau will ich haben. Ja. Echt? Und so, da waren wir 5 Jahre der Alben, gell? Mhm. Da haben wir das nachher selber in die Steiermark herzuchen. Ja. Ich habe zu ihm gesagt, willst du nicht mit mir in die Steiermark ziehen, weil das Leben ist günstiger. Und er war sofort einverstanden, ist mit mir eingezogen. Der möchte nicht mehr zurück. Also, ja, jetzt möchte er nicht mehr fix rausgehen. Nein. Ich fahre gerne raus zu den Kindern, wirklich. Ja. Aber 14 Tage, 3 Wochen, und dann fahre ich wieder gern die Birnautobahn runter, Graz, Leibniz, ja. sagt Hans. Ja. Einfach ist das Leben hier herum nicht, ohne Fließwasser und mit Notstromaggregat. Aber die beiden haben sich einen Lebenstraum erfüllt. Die Alpen habe ich kennengelernt, vor 12, 13 Jahren waren wir einmal da, gell? Mhm. Dann haben wir gesagt, die Alpen, wenn die frei ist, die werden wir übernehmen. Mhm. Ja, und ich bin halt auch gern da, ich muss ehrlich sagen. Und ich tue es auch gern mit Toni zusammen, machen es miteinander, oder? Und dann ergänzen wir uns auch. Er hat seine Aufgaben und ich meine, oder? Und ja, mir gefällt es einfach herum, gell? Die Heidi und der Toni bewirtschaften die Alpen schon seit 10 Jahren und werden noch bis Oktober für das Wohl der Gäste sorgen. Einzig die steirische Mundart ist noch nicht in Fleisch und Blut übergegangen. Wir haben uns gut eingelebt, gell? Jo. Ja, im Reden noch bin ich kein Steirer. Nein, aber ich schon, ich bin schon Steirerin, gell? Aber halt, ja, die Sprache habe ich halt ein kleiner Mischmasch, aber es geht schon. Man versteht mich schon. Wichtig ist, dass wir uns untereinander verstehen, ja, oder? Ja, das passt schon, gell, Schettle? Ja. Bestens untereinander verstehen sich auch die Weinblattler, die mit ihren Rädern die südsteirische Weinstraße unsicher machen und dabei Tritt für Tritt die Gegend genießen. Es geht einfach um das gemeinsame Fahren durch die wunderschöne Gegend, dass man dann wieder mal stehen bleibt zwischendurch und einfach die Gegend aufsaugt und davon Energie tankt wieder für die nächsten Tage. Perfektes Fahrradwetter in Gamlitz. Die Weinblattler sind eine eingeschworene Partie, die jede freie Minute fürs Radeln nutzt. Die Weinblattler gibt es jetzt schon 10 Jahre. Eine Genussradtruppe. Der Name ist entstanden aus uns Blattler, immer ein bisschen Schlitzohr, und die Weinregion natürlich. Wir platteln durch die Gegend, immer Zeit für ein Glas Wein und immer Zeit für das Wesentliche, das Leben genießen. Also da ist schon ein Wahnsinn, aber ehrlich. Die Weinstraßen ist fast ein bisschen Meditation. Und wir Weinblattler platteln da die Kurven ab. Es ist wie im Leben, auf und ab. Wir haben steile Anstiege, steile Stich, sagt man dazu, die schon sehr kräfteraubend sein können. Und natürlich entspannte und klasse schnelle Abfahrten, was natürlich auch riesig Spaß macht. Zum einen macht es aus, dass man auch was tut für die Sportlichkeit und dass man fit sind. Und das andere, dass man runterkommt. Mit dem Kopf, mit dem Alltag, dass man die schöne Natur von Gamlitz, Umgebung sieht und das beruhigt einen. Zeit für eine Pause mitten in den Weinreben.
Bis zu zweimal in der Woche drehen die Weinblattler eine Runde. In Wahrheit gibt es keine Challenge. Aber den Vorderen haben wir immer im Auge, Kette rechts. Und der Stärkere über den Berg rauf, ein bisschen gehört schon dazu. Viel Kraft kostet es schon. Irgendwann denkt man nur mehr an die nächste Jausen. An der südsteirischen Weinstraße fahren wir natürlich am liebsten. Da gibt es den besten Wein. Und da taugt es uns. Wir genießen das einfach. Und was man auch sehr erwähnen muss, ist bei uns, du kannst es das ganze Jahr genießen. Danke für die schöne Runde. Danke, dass du mitgenommen hast. Super. Zu den Weinbergen hier gehört der Klapotetz einfach dazu. Er soll die Vögel verscheuchen, bevor sie die Trauben fressen. Der Silberschneider Erich baut am Eichberg noch die traditionellen Windräder. Gemeinsam mit Sohn Stefan stellt er heute im Weingarten einen Klapotetz auf. Bei den kultigen Vogelscheuchen weiß der Erich genau, worauf es ankommt. Es muss ja einfach gebaut sein, zwar robust, weil man sie ja zerlegt und wieder abbaut. Und es muss auch stark sein, weil wir haben ja da Gewitter, heftige Gewitter. Und das steht ja da 3 Monate unter freiem Himmel. Schlagbreitel? So, und Schlagbreitel, schau. Warte, pass auf. Hast du das? Ja. Dass wir einen Klang mehr haben. Genau. So, Steff, jetzt kommen die Flügel. Flügel, ja? Ja. Ich glaube, wenn man so einen Arbeitsplatz hat unter freiem Himmel, dazu noch das scheine Wetter, wie es heute ist, dann kann man gar nicht von Arbeit sprechen. Und dann genießt man einfach die Zeit zusammen mit seinem Vater und schätzt das natürlich auch. Die Begeisterung für die Klapotetze hat der Stefan schon von Kind an. Es ist einfach was Unglaubliches, was man einfach sieht, was die Leute damit für Freude haben. Das versetzt dann einfach Berge, sage ich mal. Wenn man sieht, dass so ein Handwerk noch so gefordert wird und so angenommen wird von den Leuten. Und es macht einfach Spaß. Ja, Gott sei Dank habe ich einen Stefan, der was das hoffentlich weitermacht und da schaut, dass das die Traditionen auch so gepflegt und erhalten bleibt und wird. Die Klapotetze hört man bis zum Klapotetzhof, wo der Erich in seiner Werkstatt Windräder fertigt. Der Duft ist einfach herrlich. Und zum Beispiel so jetzt, wenn ich schleifen tue und du hast dann das Gefühl zum Holz, das Riechen, die Wärme. Also das ist für mich schon mal Erlebnis in der Früh, wenn ich reinkomme und den ersten Kontakt zum Holz habe. Beim Zusammenbauen braucht der Erich weder einen Computer noch einen Plan. Bei der Geschichte da zum Beispiel, bei der habe ich nur lauter Muster. Da gibt es keinen Zollstab, da gibt es nur einfach einen Bleistift. Und das meiste ist alles im Gefühl. Das ist die Kurbelwelle oder das Grindel. Das ist das Hauptwerk eigentlich von der Klapotetz. Und da sind die Schlägel und die Kloben oben. Und das ist auch das, was schlägt dann. Das Klapotetzbauen habe ich von meinem Onkel ca. vor 50 Jahren erlernt. Das war so ein Klemperer und das hat mich so fasziniert, dass ich das einfach nachher mal gleich mal selber angebaut habe. Und das haben wir nachher geschaut, dass wir das wieder herrichten und neue machen. Und dass es praktisch da wieder in die Weinberge klappern. Das ist ja eigentlich unsere Hymne. So, haben wir. So, klopfen wir mal ein bisschen rein, dass er haltet. Das ist schon was Schönes. Nicht? Erstens ist es ja unsere Tradition und auch mein Leben praktisch, die Klapotetz. Wenn ich natürlich noch so eine Stücke in so eine Pracht gegen sich, ist das schon herrlich für mich. Garten am Labitschberg werden heute alte Rebstöcke ausgetauscht. Der Tinauer Martin und sein Vater, der Hans, sind ein eingeschworenes Team. Wahnsinn,
Wie fest ist das denn? Das ist schon ein alter Stock. Wir haben da in einer bestehenden Anlage einen gewachsenen festen Boden. Und vom alten Rebstock ist ein Wurzelwerk drinnen. Ja, es ist natürlich anstrengend, aber trotzdem, bei so einem schönen Tag wie heute, ist es eine lustige Arbeit. Vor 11 Jahren hat der Martin den Betrieb übernommen. Und damit eine große Verantwortung. Ich mach die Erden fein nach, ja, dann können wir es gleich zum Setzen nehmen. Die Jugend ist nach 4-5-jähriger Ausbildung voll mit neuen Tatendrang. Wir haben natürlich das alte Eingesessene daheim gemacht, was auch ab und zu gut ist. Aber dann ist man froh, dass man übergeben kann. Ein bisschen feine Erden brauche ich da jetzt schon. Viele Betriebe, wie wir es da in der Region Ammaß haben, ist das Schöne, wenn zwei Generationen parallel am Hof arbeiten, am Betrieb arbeiten. Und wenn man dann noch das Glück hat, dass die zwei Generationen sich untereinander gut verstehen, dann kann man nur gewinnen. Dann hat man auf der einen Seite gut alteingesessene Erfahrung, viele neue Ideen, neuen Datendrang und ja, das ist eine gute Kombi. Bis zu 3 Jahre dauert es, bis aus dem Setzling ein Rebstock wird. Auch Flächen, die nicht für den Weinbau geeignet sind, werden bewirtschaftet. Vor 9 Jahren hat sich der Hans seinen Traum von einem eigenen Hirschgehege erfüllt. Schau, was ich hab. Komm. Einmal am Tag füttert er die Tiere mit Gerste und Mais. Auch um Vertrauen zu ihnen aufzubauen. Da gibt's was Gutes. Ja, ist es schon tot. Komm näher. Komm, Wanzeli. Da, schau, Max, schau. Schau, Max, schau, komm her zu mir. Max. Komm, Max, ja, so ist gescheit, komm. Da kommt schon Freude auf. Und das ist ja das, was in mir ist und was ich will, mit dem Wild erzwecken hab wollen. Die Liebe zu den Viechern, das Drumherum, das ist jeden Tag was Neues. Es gibt immer was. Einmal ist der Schäfer ein bisschen, dann, wenn der Hirsch kein Geweih hat, dann sind die Damen die Chefs. Dann schaffen die auch beim Zubegehen zum Futtertrag. Und wenn der Max dann das Geweih hat und wenn er fertig ist mit seinem Geweih, dann schafft natürlich er auch. Die linke, die zweite, das ist die Liesel, das ist mein ältestes Tier. Und der Max, das halbe Geweih hat er schon wieder. Wenn ich denke, dass der im März das angeworfen hat, den August, wenn dann der feine Bast vom Geweih runtergefegt wird, dann ist er dann der fertige Hirsch. Den mögen wir schon. Da geht es nicht nur, dass ich auf sie nur schaue, sondern die kriegen auch was Gutes von mir. Und durch den sind sie auch ein bisschen drauf vertraut. Komm, Max. Ja, komm her da schön. In den Weingärten gibt es immer viel zu tun. Zweimal im Jahr mulcht der Hans gekonnt das Gras zwischen den Rebzeilen. Eine Arbeit, die gefährlich ist und viel Erfahrung braucht. In den steilsten Weinlagen der Südsteiermark, am Pössnitzberg, erledigen Schafe das Mähen. Die wuscheligen Vierbeiner hat der Sabbati Erwin sofort in sein Herz geschlossen. Es ist unheimlich befreiend, wenn man mit Tieren arbeiten kann, weil Wein ist eigentlich immer nur mit Maschinen gedacht. Und wir machen das mit Schafen, wir beweiden das. Man wird wieder urtümlicher, man denkt wieder an die Vergangenheit. Wie haben das unsere Vorfahren gemacht? Und genauso ist es heute. Wir leben das mit den Tieren wieder und das macht es so wunderbar. Die Schafe hat der Erwin schon seit 2 Jahren. Die saftigen Gräser und frischen Kräuter sind für die Tiere ein gefundenes Fressen. Wir beweiden einen Weingarten fertig. Wenn das abgeweidet ist, dann ziehen wir zum nächsten. Und so suchen wir unsere Abfolge aus. Und natürlich ist es ganz wichtig, dass wir vor allem im Frühjahr diese Stücke, die rutschigsten Stücke beweiden, weil dort nehmen die das saftige Gras raus und dann gehen wir erst zum nächsten Weingarten weiter. Schafe sind ein Gewinn für beide Seiten. Die Tiere freuen sich über das frische Grün und die Hänge werden automatisch gemäht. Der Erwin will seinen Betrieb nachhaltig gestalten. Die Tiere gehen uns einfach nach. Die Schafe folgen uns und mit ein bisschen Mais im Kübel, dann hat man sie sowieso an der Angel. Im Grunde genommen ist da gar nichts schwierig, wenn die Schafe einen gewohnt sind und wenn sie das kennen. Dann ist es wie bei den Schafhirten mit großen Herden, funktioniert es genauso.
Ja, wir geben die Tiere auch Namen. Und ich glaube, das ist das Erste, was ein Anzeichen ist, was man da mit den Tieren verbindet. Es ist einfach gigantisch, wenn man mit denen spazieren geht. Und die Herde wird da immer größer. Jetzt sind wir schon bei rund 200 Schafen. Und das ist eine Win-Win-Situation, weil wir werden immer geerdeter dadurch und die Schafe haben ein schönes Leben in den Weingärten. Die Frau vom Erwin, die Patricia, zieht gerade den kleinen Michi auf. So, Schatz, das Flascherl haben wir schon da auf den Kleinen. Sehr gut, der ist schon sehr, sehr hungrig. Ich kann mehr da. Füttern, gell, wenn wir den großen Hunger stillen. Das Gras ist noch. Gibst du ihm? Der Kleine ist halt wirklich ein ganz, ganz besonderes Herzstück. Wir haben das schon mehrmals gehabt, dass wir Babyschafe mit einem Fläschchen aufziehen müssen eigentlich, weil es leider manches Mal von der Natur her vorgegeben ist, dass Schafmütter die Babys verstoßen, aus welchem Grund auch immer. Und das ist der Faktor, wo wir sagen, da lassen wir vielleicht die Natur nicht ganz alleine entscheiden, sondern da greifen wir helfend ein. Und ja, wir haben bis jetzt jedes Schaf danach wieder in die Herde integrieren können. Es ist ja das kleine Steinschaf, das ist ein alpines Bergschaf. Das heißt, es ist sehr muskulös, sehr klein, dass es unter die Rebstöcke durchlaufen kann und ist eigentlich genau für diese Steilstlagen, nachdem es ja ein alpines Bergschaf ist, gebaut eigentlich, ja, vom Körperbau. Und das sind einfach die Gründe, warum wir eben mit dem kleinen Steinschaf arbeiten. Die Südsteiermark ist immer für eine Überraschung gut. Wasserbüffel nehmen ein erfrischendes Bad mitten in der Weingegend. Den grauen Geländewagen erkennen die Tiere schon von Weitem und freuen sich auf ihr Fressen. Einmal am Tag kümmert sich der Bahorko Helmut um seine 10 Wasserbüffel und kennt sie alle beim Namen. Sarah, komm Mädel, wie schaust denn du aus? Dreckfink, Mädel, sehr brave, gell Mädel? Für Lola, gib Gas, komm Mädi. Ich habe einmal einen Kollegen gehabt, der hat einmal 5 Minuten nichts geredet, dann sage ich, was ist mit dir? Das entspannt mich so und das ist wirklich so, wenn du mit den Viech arbeitest. Erstens das Vertrauen, was das dir entgegenbringt. Du kannst dich aufsetzen, wenn sie in der Weide liegen. Und das ist nicht selbstverständlich. Aber da gehört auch dazu, du musst dich mit dem Viech beschäftigen, sonst hast du wirklich ein Wildviech, weil es ist eigentlich noch ein Wildtierras. Halt, jetzt kommt der Chef. Goofy, was ist denn? Ja, was ist? Du bist ja nicht so geschamig. Ja, was ist? Ja, was ist denn? Ich bin ja eigentlich mit Viechern aufgewachsen, mit Rindern, Schweinen, Hühnern und dergleichen. Und heute ist es eben der Wasserbüffel geworden. Wir waren damals 2014 die ersten Steirer. Und ja, es ist ein lässiges Viech, hochintelligent, schaut lässig aus und sehr robust und das taugt mir. Der Büffel hat nur ein Drittel der Schweißdrüsen von einem normalen Rind. Und mit dem Wasser, was sie sich einlegen können, suhlen können, gleichen sie den Temperaturhaushalt aus. Die Tiere sind das ganze Jahr über auf der Weide. Sie strahlen zwar Ruhe aus, können aber auch sehr stur sein. Wir treiben sie einmal im Jahr oder zweimal im Jahr einmal hin und einmal um. Wenn sie auf der Straße stehen, dann stehen sie. Und da kannst du ausschieben, wie du willst, der rührt sich keinen Millimeter. Da hilft auch nichts mit dem Stecken hinten aufklopfen wie bei einer Kuh. Der steht. Und da brauchst du Geduld. Ein neuer Tag bricht an in der Südsteiermark. Im Morgengrauen zeigt sie sich von ihrer schönsten Seite. Die Gegend ist ein Traum, die Weingärten, die Ruhe, die Vögel im Wald. Und auch was noch dazugehört, wir verstehen uns mit den Jägern, mit den Jagdkameraden untereinander sehr, sehr gut. Heute geht der Helmut mit dem Korosek Edwin auf die Pirsch. Die Weinberge ziehen das Wild besonders an. Wir schauen, dass wir mit den Nachbarn und mit den Grundbesitzern der Weingärten gut auskommen. Und dazu gehört halt, dass man als Jäger den Wildschaden in den Weingärten gering haltet. Und deswegen jagen wir schon am 15. April in den Weingärten.
damit die Triebe, die frischen in den Weingärten nicht abbissen werden. Schau, was meine Jagdkollegen da tun, meine Freunde. Oh. Ja, was Michi. Das ist ein Kurma. Servus. Was ist das? Zeckenschutz ist das. Das ist das gute Verhältnis zwischen Jäger und Landwirt. Ja, genau, sehr richtig. Grüß Gott. Das grüßen wir uns auch. Sein. Speziell in den Weingärten ist es sehr schwierig, die Bejagung durchzuführen, da der Sichtwinkel sehr eingeschränkt ist. Man muss eigentlich sehr viel birschen und sehr viel von Zeile zu Zeile gehen, damit man das Wild auch in Anblickkirche ansprechen kann und wenn das passende Stück dabei ist, auch erlegen kann. Vor allem jetzt, wenn die Weingärten gerade einmal ein bisschen ausgespitzelt sind, wo sie noch keine Deckung geben, dort ist das Wild meistens ein bisschen schlauer und irgendwann versucht man halt auch, schlauer als wie das Wild selbst zu sein. Und das fasziniert mich. In Glanz an der Weinstraße betreibt der Helmut neben einem Weingut auch ein Gasthaus. Die Spezialität des Hauses ist die frische Rehleber. Die bereitet seine Mutter, die Irena, noch nach alter Tradition zu. Ich selber esse halt auch gern und das ist sicher ein Teil davon, weil man, dass man nachher auch gern kocht und mit Leidenschaft, Liebe, alles ist da drinnen, dann schmeckt man das auch. Die Irena verrät auch, worauf es bei einer Rehleber ankommt. Es ist wichtig, wenn man eine Leber macht, dass man sie erst zu Schluss salzen tut und pfeffern. Das ist einmal das Wichtigste. Ja, und dass man auch ein bisschen Saftel zusammenbringt, weil dann kann man mit ein bisschen mit Brot reinducken. Und das mögen die Jäger sehr gern. Haben wir einen tollen Jagd da, oder? Ja, das freuen wir uns auf die Leiber. Den haben wir uns verdient. Oh, das schaut aber gut aus. Lasst euch schmecken, gell? Ja, ich habe das wirklich mit viel Liebe gemacht, gell? Danke fürs Mahlzeit. Danke. Danke. So, liebe Weitkameraden, auf deinen erfolgreichen Jagdtag heute und auf die Leber und auf die Küche trinken wir Weidmanns Heil. Weidmanns Heil. Weidmanns Heil. Neben den für die Region typischen Weinbergen hat sich auch Gamlitz seinen ländlichen Charakter erhalten. Es bleibt ein beliebter Treffpunkt für die Einheimischen. Ist der Tinauer Martin nicht gerade mit dem Weinbau beschäftigt, kommt er in den Ort zum Viererschnapsen. Wie ist euch? Servus. Servus. Wie ist euch? Na, endlich bist du da, dass du nicht geschafft hast. Da komme ich genau richtig. Dein Glas ist immer dick. Jeder kennt jeden. Das ist nicht an den Haaren herbeigezogen. Das ist so. Du gehst durch den Marktplatz und triffst laufend bekannte Leute. Und sagst den Rest ein paar Worte, wie es jedem geht, bist im Alltag integriert und im Handumdrehen bist am neuesten Stand der Dinge. Zu mir darf jeder selber sagen. Das ist bei uns noch super. Und die Leute kommen zusammen, grüßen sich, essen, trinken miteinander. Super. Es gibt ein Miteinander. Jeder hilft jeden. Wir sind für alle da. Und wenn wir Karten spielen, dann haben wir eine Gaude. Das schaut schon ganz gut aus. Und ein Kreuzer. Die Partner sagt manchmal über Kreuzweh. Herz sticht. Herz sticht, sagt sie. Dann tut sie mit Ohrweißel, das ist das Big. Augenblinzeln, das ist Karo. So sagt man nach wie vor, das schnappst wir uns aus. Du, pass auf, ich spiele. Lass du meine Karten in Ruhe. Bei uns ist das schon immer so, dass die Frauen auch mitspielen dürfen. Weißt du, seitdem die Emanzipation gekommen ist, ne? Die Frau steht im Grundbuch und der Mann im Telefonbuch. Seitdem dürfen die Männer und die Frauen spielen.
Beim Musizieren muss man präzise sein. Und beim Bauen von Instrumenten noch mehr. Der Jamnik Andreas lasert das Verdeck einer Harmonika mit Hilfe eines Computers. Das ist nicht immer so gewesen, dass das mit Hightech-Geräten, mit Laser entstanden ist. Am Anfang ist das wirklich händisch gemacht worden, teilweise mit Laubsägen geschnitten. Und heute können das Maschinen machen, die ersetzen das, die können das schneller machen und präziser machen. Dadurch wird auch das Instrument oder schlussendlich das Endergebnis doch einiges ja, präziser, würde ich sagen. Ich war lange Zeit Musikant bei der Landjugend in Gamlitz. Wir haben uns sehr, sehr damals um die Volkskultur unserer Region bemüht. Und so bin ich schlussendlich auch zum Harmonikabauen gekommen. Und heute macht es mir, nachdem ich das mittlerweile seit 40 Jahren mache, umso mehr Freude, weil ich weiß, dass wir ein ganz wertvolles Instrument herstellen können. Der Vater von Andreas, der Hermann, hat mit dem Harmonikabau 1984 begonnen. Schon als Kind hat er sein Lieblingsinstrument auseinandergenommen und wieder zusammengebaut. Auch die Jamnik Johanna, die kurz vor der Meisterprüfung im Instrumentenbau steht, arbeitet schon fleißig im Betrieb mit. Etwas anderes ist für sie nie in Frage gekommen. Was mich so fasziniert am Instrumentenbau ist einfach der gesamte Bauprozess. Wirklich vom Rohstoff Holz, vom Wald aus bis zu dem, dass es dann ein fertiges Kastel ist, wo dann zum Schluss eine Musik rauskommt und die Leute Freude haben, wenn sie die Musik hören und spielen. Und das Gesamtpaket eigentlich macht es wirklich aus. Also das Handwerk an sich und dann das, was es in die Welt tragt eigentlich. Also das, was die Leute damit in die Welt tragen. Beim Harmonikabau braucht es ein geschultes Auge, um die 260 verschiedenen Teile richtig zu positionieren. Gerade die Präzision mit der Feinheit, mit der wir arbeiten, diese Genauigkeit, mit der man da einfach dabei sein muss, die ist eigentlich ausschlaggebend für das, dass das alles funktioniert. Diese Geduld und Feinheit, die was da drin steckt, ist wichtig für das, dass man es nachher auch so hinkriegt und dass das Instrument im Gesamten funktioniert. Damit dann auch alles richtig klingt, muss der Hermann die Harmonika stimmen. Dafür hat er mittlerweile ein eigenes Computerprogramm. Früher einmal hat man das nach Ohrwaschel gemacht. Heute habe ich ein ganz exaktes Stimmprogramm dafür. Und ist natürlich eine wunderbare Unterstützung für das Stimmen der Harmonika. Dass der Hermann im Gamlitzer Sulztal mit dem Harmonikabauen begonnen hat, war vielleicht kein Zufall. Instrumentenbauer zu sein, ist für mich, das weiß ich ganz genau, eine Berufung gewesen. Da steht die heilige Cäcilia, die Schutzpatronin aller Musikanten, Instrumentenbauer, Dirigenten und so weiter, die mich scheinbar dazu veranlasst hat, da genau am Fuße des Weinhügels der Cäcilia einen Instrumentenbaubetrieb zu installieren und mich scheinbar irgendwie dazu animiert hat. In einer Harmonika stecken bis zu 180 Arbeitsstunden. Bei der Familie Jamnik dreht sich alles um die typisch steirischen Instrumente. Also es war relativ schnell klar eigentlich, dass mein Bruder und ich das gemeinsam machen, weil wir haben genug Arbeit, es ist eine schöne Arbeit, es ist Platz und ich habe mir nichts Schöneres vorstellen können, als Instrumente zu bauen. Musik
Dieses Stück, das nennt sich die Sommerkönigin und ist entstanden auf einem Volksmusikseminar im Schloss Seckau, da in der Südsteiermark. Eigentlich, das war ja für eine Blume komponiert, kann man sagen. In dem Fall die Sonnenblume. Und die Sonnenblume umgedeutet bedeutet die Königin des Sommers und daher der Titel Sommerkönigin. Es ist einfach Freude, Friede, Freude und Leben. Ohne Musik gab es kein Leben. Für uns nicht. Die Musik gehört in der Südsteiermark einfach zum Leben dazu. Und auch eine Gaudi und echte Originale. Weinstraße, willkommen. Patrick, bitte. Auf geht's. Mein Bariton. Ja, auf geht's. Gleich. Steig mal rein. Oi, oi, oi. Ausschirm, Männer, ausschirm. Heute geht's für die hungrigen Musiker vom Kranachberg zum Aufspielen auf den Labitschberg. Aber sind wir gleich da und dann gibt's eine gute Jausen. Am Rebsohn ist ein richtig gutes Schweinsbratl essen. Ja, das wär's mit Sauerkraut. Naja, Burschen, wir spülen bei einem Buschenschank, da gibt's nichts Warmes. Aha, okay. Dann gibt's eine gute Breitljausen, ne? Jawohl! Weil es nicht so weit ist, haben wir gesagt, machen wir diese Ausfahrt mit dem alten R4. Und dann ist es schon so, wie so die Anflutungsphase. Es macht halt einfach schon Spaß. Man fährt her und Gaudi. Servus. Servus. Da gibt es was zum Feiern, oder? Beim Tinauer Martin kommen alle Nachbarn zusammen. Seine Freiluftbuschenschank am Rebkogel wird 2 Jahre alt. Den Wruß Hannes kennt der Martin schon seit seiner Kindheit. Grundsätzlich ist es eine große Freundschaft, die uns Weinbauern untereinander verbindet, weil wir das gleiche, nicht den gleichen Beruf haben, sondern die gleiche Leidenschaft haben, die gleiche Freude zu unserem Produkt, zu unserer täglichen Arbeit und da tauscht man sich dementsprechend aus. Heute spielt er da bei uns am Labitschberg mit seinen Kollegen auch. Man muss ja sagen, es gibt ja hier die Katastralgemeinden Kranachberg und Labitschberg. Ich bin von Kranachberg, der Martin ist von Labitschberg, das ist wie Kärnten und Steiermark. Aber heute ist wurscht, heute spielt der Kranachberger beim Labitschberger. Heute rücken wir ein bisschen näher zusammen. Heute rücken wir näher zusammen. Lustig feiern, wenn man mit Freunden zusammensteht, ein bisschen Musik hört und schön in die Landschaft schauen kann. Die Nachbarschaft, das gemütliche Leben, das harte Arbeit auch, das macht für mich Spaß, das tue ich gern. Bei uns da kommt einfach einer, trinkst ein Glas Wein und das Beste, was dir passieren kann, ist, du triffst einen Nachbarn. Keiner Musik, das verbindet einfach auch mit der Landschaft da und es taugt die Leute. Du merkst, einer schaut dir zu, der andere wippt mit dem Fuß mit und ist im Takt, der andere klatscht und der andere duschelt, schau, kennst du den? Und das ist schon ein gutes Gefühl, wenn du die Leute einfach eine Freude machen kannst. Das ist mein Leben eigentlich. Also ich freue mich jetzt Wochenende drauf, wenn wir ausrücken und spielen können. Ja, das ist lässig, das ist einfach das beste Hobby, was es gibt für mich.
Nach einem Fest kehrt in der Südsteiermark wieder Ruhe ein. Neben dem Fahrradfahren begeistern sich der Patel Michael und der Pichler Thomas schon seit ihrer Jugend für die Feuerwehr. Ja, wir sind ein bisschen spät dran, aber wir kommen. Gemeinsam mit ihren Kollegen wollen sie heute um Unterstützung für die Gamlitzer Feuerwehr werben. Dabei erinnern sie sich an den Brauch des sogenannten Weinsammelns. Wo fahren wir jetzt hin, Burschen? Zum Muster. Muster Reinhard, Muster Gamlitz. Der hat einen gescheiten Wein. Der hat einen gescheiten Wein, da werden wir schauen, was wir kriegen. Als du denkst, früher bei den alten Zeiten sind wir mit dem Fasel ausgefahren. Ja. Und haben von jenen ein bisschen einen Wein gekriegt. Das war aber seinerzeit. Ja, einen grandiosen Cuvée. Und das ist dann zum Bruderabend, eigentlich die Weihnachtsfeier von den Kameraden. Dort ist es dann vertrunken worden. Auch die Feuerwehr geht mit der Zeit. Statt um Wein bitten die Kameraden heute um einen finanziellen Beitrag, damit die laufenden Kosten abgedeckt werden können. Servus. Servus. Feuerwehr Gamlitz. Servus. Servus, Claudia. Wir kamen wie alle Jahre und würden noch mal eine kleine Unterstützung bitten für die Feuerwehr. Sowieso. Ein Glas Wein trinkst du aber schon mal, oder? Das sagen wir nicht, nein. Sehr gerne. Da sind wir dabei. Oh. Danke, danke. Bitte. Danke sehr. Claudia, danke für deinen Einsatz. Ich sage danke für euren Einsatz. Sehr zum Wohl. Prost. Prost. Ich finde es sehr sympathisch, wenn die herkommen zu uns. Die sind einfach immer schnell zur Stelle, hilfsbereit. Natürlich geben wir da dann auch ganz viel zurück. Das ist uns auch sehr wichtig. Für das Gemeinwohl setzt sich auch die Landjugend Leutschach ein. Sie sammelt entlang der Weinstraße den Müll, der übers Jahr liegen geblieben ist. Ich finde es immer wieder schön, wenn wir da sind. Und man soll halt einen Wanderweg gehen ohne Müll und man soll das genießen können, ohne dass man andauernd irgendwo Müll sieht auf der Straße. Die Aktion soll den Menschen den Wert einer intakten Natur vor Augen führen. Ihre Heimat lieben die jungen Leute über alles und könnten sich nicht vorstellen, irgendwo anders zu leben. Es ist immer wie Heimat. Egal, ob die Sonne scheint oder ob es regnet. Es ist einfach so ein Gefühl von Heimkommen. Von klein auf war ich immer schon dabei, bei meinem Weinbaubetrieb daheim. Und ich könnte mir nichts Besseres vorstellen, als da aufzuwachsen, da zum Arbeiten. Das ist mein Leben. Das passt da, der Weingarten, der Austrieb. Gerade jetzt, wenn wir da sind und die Landschaft, für das lebe ich. Da brauchen wir nicht viel diskutieren drüber, wie schön es bei uns ist. Das macht schon eine Freude, da zu sein, da zu arbeiten und sich da zu bewegen. Und jeden Tag die Natur genießen, die Ruhe in den Weinbergen, ist was Außergewöhnliches. Jeden Tag, wenn ich vom Haus da herkomme, denke ich mir, danke Herrgott, dass ich da leben darf. Das gibt einem sehr viel Kraft, das gibt einem sehr viel Bodenständigkeit. Es ist ein Segen. Wo der Wein wächst, wächst eigentlich alles. Gemeinschaft, Gaude und na, ich bin schon gern daheim. Wenn man nicht die Abwechslung braucht, würden wir gar nicht wegfahren aus dieser Heimat, weil es im Prinzip einer der schönsten Flecken der Erde ist. Es ist einfach wahnsinnig schön, um das auf einen Punkt zu bringen. Eine Arbeit, die erfüllt, und Menschen, die an das glauben, was sie tun. So lebt es sich in der Südsteiermark. Musik